Der Covidiot war gestern, der Friedensschwurbler ist heute. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, an diesem wunderschönen, ja, verschneiten Montagmorgen hier aus Tirol, aus Seefeld, wo ich noch einige schöne Tage verbringen möchte. Ja, es gab so ein paar Gerüchte, dass ich jetzt wieder zum Beispiel bei meinen Eltern zu Hause eingezogen bin, weil es mit den Aktien nicht mehr läuft. Nein, wir sind hier in einem Airbnb-Apartment zu dritt eingemietet. So ein bisschen so wie im Stile einer Jugend-WG. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich war heute Morgen wieder unterwegs im Internet und habe mir so die ein und anderen Headlines angeschaut und habe mir so wieder nur gedacht, okay, unsere tägliche Ausgrenzung gibt uns heute. Wenn man sich zum Beispiel die Beiträge der ARD anschaut, egal ob jetzt zum Beispiel den Tagesthemen oder den Online-Beiträgen und man dann dort solche Videos wie von Olaf Sundermeier sieht, in denen er zum Beispiel Folgendes über die Friedensdemonstration von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer sagt mit dem Namen Manifest für den Frieden. Hören wir mal kurz rein. Nun gab es ja diese Vorwürfe, Wagenknecht und Schwarzer hätten sich im Vorfeld nicht von radikalen Strömungen abgegrenzt. Nehmen an der Kundgebung denn auch rechtsextreme Gruppierungen teil? Ja, das war tatsächlich eine Einladung, de facto, die auch angenommen wurde. Wir haben hier zahlreiche Leute aus dem Querdenken-Milieu, die wir auch bei anderen Demonstrationen der sogenannten Anti-Corona-Proteste hier in Berlin erlebt haben. Beispielsweise hinter mir sind hunderte Leute aus diesem Milieu, es sind Reichsbürger hier, aber eben auch viele Altlinke aus einem westdeutschen Protestmilieu der 80er Jahre, viele Ostlinke mit so ein bisschen DDR-Analogien, die hier durchschimmern. Wir haben auch einen Vergleich, einen Hitler-Vergleich mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Annalena Baerbock hier erlebt. Also die Querfront, die im Vorfeld hier angekündigt wurde, hat sich tatsächlich versammelt aus ganz Linken und ganz Rechten, die sich hier heute dem Aufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer gefolgt sind. Es sind also die Leute der Querfront, die Friedensschwurbler, ja, die Rechtsextremen, die an solchen Demonstrationen mit ihren Kindern sogar teilweise teilnehmen. Woher es dieser Olaf Sundermeier weiß, wahrscheinlich hat er mit jedem Einzelnen geredet und weiß ganz genau, ja, wenn jetzt zum Beispiel auf so einer großen Demonstration eben auch mal irgendwie jemand ist, der zum Beispiel die falsche Partei wählt, dann gilt das natürlich sofort für alle in dieser Demonstration, das ist vollkommen klar. Es ist ja auch genauso wie zum Beispiel bei einem Fußballspiel, ja, wenn ich jetzt ein Fußballspiel mit 80.000 Menschen beispielsweise mir anschaue und dort in den Fanblocks dann den einen oder anderen angetrunkenen Fan sehe, der vielleicht mal irgendwelche Parolen oder so äußert über das gegnerische Team oder über irgendeine politische Sache, dann kann ich natürlich auch von diesem einen Menschen in der Fankurve direkt auf das gesamte Stadion schließen, egal in welchem Block. Und ja, das ist vollkommen klar. Also, dass man so eine Pauschalisierung machen kann, das zeigt doch mal wieder die Qualität der Medienberichterstattung, die wir hier an dieser Stelle haben. Von daher kann ich nur sagen, danke Olaf Sundermeier für diese Ausgrenzung und Diffamierung, die du an dieser Stelle hier geleistet hast. Damit wirst du die Demokratie bestimmt extrem fordern und fördern. Vor allem für die Debattenkultur ist das natürlich ein durchaus sinnvoller Beitrag. Ja, jetzt genug mit der Ironie. Ich finde, es ist wirklich eine Katastrophe mittlerweile, dass egal bei welchem Thema die unterschiedlichen Meinungen nicht mehr kontrovers diskutiert werden auf der Sachebene, sondern dass es immer sofort um Beleidigungen und um Diffamierungen geht. Ja? Und ich werde mich jetzt gleich auch noch zu dem Manifest des Friedens persönlich äußern und meine Meinung schildern. Und ich werde dir auch gleich begründen, warum ich persönlich tatsächlich nicht der Meinung von Alice Schwarzer und von Sarah Wagenknecht bin. Und dass ich aber trotzdem völlig richtig finde, dass man diese Perspektive haben kann und dass man auch ganz normal auf eine Demonstration gehen kann in Berlin und dort für aus seiner Sichtweise sinnvoll für den Frieden demonstrieren kann. Und immer, wenn ich anderer Meinung bin, es aber nötig habe, diese andere Seite jetzt zu diffamieren, dann gebe ich in dem Moment zu, dass meine eigenen Argumente nicht mehr stark genug sind. Ich kann nicht mehr genug vorbringen an inhaltlicher Qualität. Und deswegen muss ich übergehen zur Diffamierung, um eben zu versuchen zu kaschieren, um eben diese Diskussion gar nicht mehr führen zu müssen. Das ist meine Sichtweise dazu. Ich glaube persönlich,
dass diese Friedensdemonstrationen, die ja vor allem an die deutsche Regierung und so weiter gerichtet sind hinsichtlich der weiteren Eskalation des Krieges durch immer weitere Waffenlieferungen und ja durch die aktuelle Politik, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Warum? Weil eben einerseits aus der russischen Perspektive es aktuell keinen Verhandlungsspielraum, glaube ich, genug gibt und genauso wenig auch viele Umfragen und so weiter aus der Ukraine zeigen, dass die Ukraine, was ja auch verständlich ist, keinerlei Friedensverhandlungen akzeptieren wird, die jetzt nicht gleichzeitig auch bedeutet, dass Russland sich vollständig wieder eben aus der Ukraine verabschiedet. Und deswegen glaube ich, die Fronten sind im wahrsten Sinne des Wortes so stark verhärtet, dass es aktuell nicht sehr viel bringt. Aber trotzdem ist es ja legitim und durchaus sinnvoll auch dafür zu demonstrieren, vollkommen egal wo und vollkommen egal wie. Ja? Und das muss doch einfach erlaubt sein, ohne dass man diese Menschen dann irgendwie als Friedensschwurbler bezeichnet. Das finde ich zum Beispiel absolut eine Katastrophe. Und ich finde auch, es gibt durchaus Sachen, die man hier kritisieren kann. Ich meine, die Lieferung von Kampfpanzern zum Beispiel war ja ein weiterer Schritt, über den viel diskutiert wurde, über die Vor- und Nachteile, da könnte man ewig drüber diskutieren. Aber ich habe jetzt zum Beispiel neulich auch gesehen, dass das nächste, was beispielsweise Zelensky gefordert hat, eben schon auch dann Kampfjets waren, also Kampfflugzeuge und Phosphorbrandbomben. Und jetzt sieht es so aus, da stellt man sich dann schon die Frage, okay, was ist denn dann das Nächste? Sind es dann irgendwas Senfgas oder Saringasbomben, die dann noch irgendwie gefordert werden oder Biogas? Was kommt denn noch alles dann zum Einsatz? Also hier finde ich schon, ist es durchaus auch legitim mal zu fragen, hey, was wollen wir eigentlich noch alles liefern? Weil wenn jetzt ein Kampfjet eine Phosphorbrandbombe oder Streumunition und so weiter abwirft, ne, dann ist das halt eben so, weißer Phosphor brennt bei Kontakt mit Sauerstoff und ist dann fast nicht mehr zu löschen. Und wenn dann auch noch Kautschuk beigemischt wird, dann sorgt es dafür, dass sobald du versuchst, diesen Brand zu löschen, jede andere Stelle deines Körpers automatisch auch noch in Brand gerät. Und du, wenn du nicht durch die qualvollen Verletzungen, die du durch die Brandbomben hast, dann einige Tage später stirbst, du sehr wahrscheinlich durch die hochgiftigen Dämpfe dieses weißen Rauchs des Phosphors eben wahrscheinlich verenden wirst. Und dass man solche Waffen eben nicht als Kriegswaffen einsetzt, dafür gibt es ja nicht umsonst auch diese ganzen Konventionen. Und deswegen sollte es durchaus auch möglich sein zu sagen, hey, ich bin strikt dagegen, dass man diese Art von Waffen liefert, weil das eben dann zusätzlich dazu führen kann, dass eben von der anderen Seite auch immer mehr, was die Nutzung der Waffen angeht, eben hochskaliert wird. Ja? Und ganz ehrlich, das muss eine vollkommen legitime Perspektive sein. Und jeder, der das irgendwie jetzt sagt, okay, nein, das kann man nicht sagen, sonst bist du irgendwie ein Friedensschwurbler, ja sorry, dann braucht man eben auch gar keine demokratischen Debatten mehr führen, weil dann kann man eigentlich bei jedem Thema heutzutage, egal ob es das Wetter ist, egal ob es irgendwelche neuen Pandemie-Maßnahmen sind oder was auch immer es ist, dann kannst du halt immer in dem Moment, wenn jemand eine andere Meinung hat, diesen Menschen gleich diffamieren und ausgrenzen und gleich sagen, so, das war's, deine Perspektive ist komplett illegitim und so weiter. So, dass ein Olaf Sundermeier aber mit der Wahrheit immer so ein bisschen auch herumspielt und auch nur verzerrt seine eigene Perspektive zeigt, obwohl es eigentlich seine Aufgabe ist, ja objektiv Berichterstattung zu betreiben, das sieht man dank Twitter auch immer mehr und mehr, dass das nicht der Fall ist. So schreibt er dann auch schon zum Beispiel im letzten Sommer, dass er nur unter strengem Polizeischutz und so weiter überhaupt auf diesen Anti-Corona-Demos und so weiter Berichterstattung machen kann, wobei ich diesen Namen schon relativ sinnfrei halte, sondern es ist ja eine in der Regel Demonstration gegen die Maßnahmen der Regierung in dieser Pandemie und nicht eine Demonstration gegen einen Virus. Also das ist ungefähr so wie sinnvoll, wie als würde ich gegen die Schwerkraft demonstrieren oder gegen das Wetter demonstrieren oder so. Ja? Und dort hat man dann auch einzelne Videos gesehen, zum Beispiel das hier auf Twitter. Hier ist der RBB. Ich danke euch für objektive und ehrliche Berichterstattung. Sondern ich hoffe, dass der Kameramann sowie das bekannte Gesicht daneben im wahren Sinne der Wahrheit hier berichtet. Im wahren Sinne der Wahrheit. Denn eins kann man ganz klar festhalten, von uns
ist zu keiner Zeit Gewalt ausgegangen. Zu keiner Zeit. Bei uns waren zu keiner Zeit mehr Rechtsradikale oder Nazis auf Demonstrationen wie bei anderen Fußballspielen oder anderen gesellschaftlichen Zusammenkünften. Wo man irgendwie sieht, naja, ob das jetzt unbedingt polizeischutzwürdig ist, so, oder ob er jetzt da wirklich hart angegangen worden wäre, das sah jetzt für mich ganz und gar nicht danach aus, als ob es jetzt hier irgendwie mit Polizeischutz und so weiter hätte zugehen müssen. Und wenn sich dann dieser Mensch auch sogar noch, ja, ärgert darüber, dass Kinder auf den Demonstrationen sind, nur deswegen, weil man deswegen keine Wasserwerfer einsetzen kann. Das Problem ist, dass Kinder unter den Demonstrierenden sind, auch in erster Reihe, und die Wasserwerfer deswegen nicht mit Hochdruck die Menschenmenge auseinandertreiben kann. Dann denke ich mir, okay, wo ist eigentlich eine objektive Berichterstattung hier überhaupt noch möglich? Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal in aller Deutlichkeit sagen, egal welche Perspektive man hat, ja, man sollte versuchen, andere Menschen in ihrer Perspektive auch zu reflektieren und auch wahrzunehmen und auch zu verstehen, worum geht es ihnen vielleicht, bevor man sie ausgrenzt, bevor man sie diffamiert, weil dadurch fördert man im Endeffekt nur noch diese weitere Ausgrenzung und sorgt dafür, dass die Spaltung nach wie vor nach und nach immer weiter zunimmt. Und ich sehe das Ganze ehrlicherweise ziemlich pessimistisch mittlerweile, dass sich das immer weiter und weiter fortsetzen wird, wenn dort hier nicht auch von den öffentlich-rechtlichen Stellen beispielsweise langsam mal aufgehört wird damit, weil sonst wird es halt irgendwann wirklich sein, dass bei jeglichem Thema du halt eben bei einer abweichenden Meinung eben ausgegrenzt und diffamiert wirst, und dann braucht man sich halt eben nicht wundern, wenn man halt anfängt, eben auch mehr und mehr Gegenwehr hier zu leisten. Also das wird halt eben zu einer immer weiteren Spaltung führen. Also man muss sich einfach nur die Frage stellen, warum macht man das? Ist das wirklich jetzt irgendwie das Ziel? Will man das irgendwie? Mittlerweile frage ich mich, oder muss ich zur Feststellung kommen, dass ich glaube, dass es wirklich halt einfach gewollt ist. Warum auch immer. Ich kann es jedenfalls nicht verstehen. Bleibt inhaltlich kontrovers. Haut euch gerne die Argumente auch mal gegenseitig an den Kopf. Ich kann nur sagen, ich habe neulich mit meinen Eltern auch eine Stunde lang gestritten auf WhatsApp per Videocall. Und hier muss ich sagen, wir haben sehr häufig politisch komplett unterschiedliche Meinungen. Meine Eltern haben lange Jahre die Grünen gewählt, die SPD gewählt und so weiter. Und wir sind politisch sehr häufig sehr weit entfernt. Aber es sind doch eben meine Eltern, ja? Und sie wissen, okay, es ist eben doch unser Sohn. Und deswegen können wir halt inhaltlich diskutieren. Und das ist auch immer wieder das Interessante. Wenn man von Beleidigungen und Diffamierungen absieht in solchen Diskussionen, dann führt man ja im Endeffekt auch langfristig dazu, dass man den anderen zum Nachdenken bringt. Weil er eben sich, immer wenn man beleidigt wird und diffamiert wird, dann geht man sofort in eine Abwehrhaltung und sagt, okay, das ist jetzt dieses Level an Konfrontation und dieses Level des Kampfes, was wir führen werden. Deswegen werde ich mit den gleichen Waffen zurückschießen. Ja, und immer wenn ich aber inhaltlich bleibe und merke, hey, der kritisiert nur meine Thesen und nicht mich als Mensch, dann fange ich an, darüber nachzudenken. Das war ja auch genau der Grund da. Ich weiß noch, bei uns in der Schule damals, ich war ja auf einer deutsch-amerikanischen Schule, und wir haben immer auch den Martin Luther King Day gehabt, wo es keine Schule gab und so. Und das hat mich auch dazu gebracht, viel mich mit Martin Luther King und so weiter auseinanderzusetzen und auch seine Autobiografie und so weiter zu lesen. Und das war ja auch einer seiner Hintergründe oder seiner Perspektiven zu sagen, durch diesen friedvollen Protest, den wir hier haben, den wir hier machen gegen die Segregation und gegen die Ausgrenzung von Schwarzen in Amerika, dadurch, dass wir halt nicht mit Gewalt antworten, sondern dadurch, dass wir halt eben einen friedlichen Protest dagegen machen, bringen wir die Gegenseite immer mehr ihre eigenen Perspektiven und ihre eigene Stellung zu hinterfragen. Und wenn wir mit Gewalt antworten, dann werden wir nur immer mehr und mehr dafür sorgen, dass sie mehr und mehr Gründe haben, uns weiter auszugrenzen. Und diese Perspektive finde ich durchaus interessant. Ja, es gab ja auch Malcolm X und so, der dann gesagt hat, nein, das ist viel zu locker, wir müssen hier mit mehr Härte dagegen gehen und so weiter. Also ich habe mich mit diesen Themen auch damals sehr viel beschäftigt. Und ich finde, dass diese Perspektive von Martin Luther King durchaus interessant ist und vertretbar sein muss. Und genauso finde ich bei allen inhaltlichen Differenzen, die ich immer wieder auch gegen Sarah Wagenknecht und so weiter habe,
was Kapitalismus und so weiter angeht, wo ich finde, dass sie dort absolut auf dem Holzweg ist, finde ich, ist es vollkommen legitim, dass sie dieses Manifest für Frieden gemacht hat. Auch wenn ich nicht es unterstütze, muss ich sie deswegen nicht diffamieren. Und auch wenn jetzt über 600.000 Leute das schon unterschrieben haben, kann ich das einfach akzeptieren und kann sagen, auch wenn ich jetzt in dieser Situation vielleicht anders sehe, ja, muss ich jetzt deswegen nicht diese 600.000 Menschen irgendwie als Friedensschwurbler bezeichnen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.